Hallo, liebe Leserinnen und Leser, ich bin Juli C. und ich möchte diese Videobotschaft nutzen, um mich ganz herzlich zu bedanken. Und zwar zum einen bei Media Control. Ich habe nämlich heute diesen wirklich super schönen Pokal bekommen. Das ist Platz 1 für das meistverkaufte Hardcover-Buch im ersten Halbjahr des Jahres 2021. Und dieses Buch war tatsächlich von mir, das war mein Roman über Menschen. Und ich danke der Firma Media Control, die diese Verkäufe zählt und das Ergebnis auch wieder veröffentlicht, der Öffentlichkeit zugänglich macht. Ich möchte mich aber vor allem bedanken bei Ihnen, die Sie das Buch über Menschen so häufig gekauft und gelesen haben. Und ich sage wirklich von Herzen, dass ich mich noch nie so sehr über einen Preis gefreut habe, obwohl ich schon einige bekommen habe im Laufe meiner Schriftstellerkarriere. Weil dieser Preis eben nicht von einer Jury vergeben wurde. Nichts gegen Jurys, aber irgendwie macht es mich noch viel glücklicher, dass das eigentlich ein Preis ist, der von Ihnen kommt, von meinen Leserinnen und Lesern, die Übermenschen offensichtlich mochten, die es weiterempfohlen haben, die es vielleicht auch verschenkt haben und die hoffentlich viel Interessantes und Weiterführendes und Vielfältiges in diesem Buch gefunden haben. Ein Grund, ein weiterer Grund, warum es mich besonders freut, dass es den Roman über Menschen getroffen hat, diese Auszeichnung, ist, dass das Buch ja nicht nur eine spannende Geschichte erzählen möchte, sondern es möchte auch ein Gesellschaftsroman sein. Und der handelt davon, dass wir seit einiger Zeit ja in einer Gesellschaft leben, wo es ein bisschen schwierig geworden ist, vielleicht manchmal entspannt miteinander umzugehen. Viele fühlen sich verunsichert, wissen gar nicht mehr so richtig, was man noch sagen darf und zu wem und mit welchen Worten. Und es herrscht zumindest in den Medien viel Empfindlichkeit und manchmal Aufregung, während aber das normale Leben doch voranschreitet. Und über Menschen möchte eigentlich davon erzählen, dass man gerade dieses Zwischenmenschliche eben nicht kontrollieren kann, dass es immer wieder auch Zufälle sind, die uns zusammenwürfeln, und vielleicht auch wieder auseinanderwürfeln, dass es keine sortenreinen Freundschaften oder Beziehungen gibt und dass wir als Menschen doch immer wieder auch Wege finden, miteinander umzugehen. Und mit diesem Buch wollte ich auch Hoffnung machen und vielleicht auch dem Gefühl Ausdruck verleihen, dass ich mich häufig sehr allein gefühlt habe in den letzten 2 Jahren. Und jetzt, wo dieser Preis nochmal beweist, dass eben doch anscheinend auch viele von Ihnen ähnlich denken und empfinden wie ich, denn sonst hätten Sie, glaube ich, das Buch nicht gemocht, muss ich wirklich sagen, fühle ich mich viel weniger allein. Und das ist mal wieder eins dieser Wunder, die Literatur vermag, dass sie uns tatsächlich zusammenführt. In diesem Sinne noch einmal ganz herzlichen Dank, liebe Grüße und lassen Sie uns lesen. Tschüss!